So, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat ja Inscope ein Video hochgeladen, wie man beim Führerschein fällt 6.0. Und zwar hat er sich ja erst sein neues Auto abgeholt. So schnell kann man gar nicht gucken, da ist der Führerschein höchstwahrscheinlich wieder weg. Wir schauen uns einfach mal kurz das Video an. Und dann sage ich ganz kurz was dazu. Ihr müsst nämlich echt aufpassen, was ihr eigentlich hochladet. Denn, wir schauen erstmal kurz das Video. Die Sendung ist nicht für Zuschauer ohne... Nach Erfolgsschlagern wie man beim Führerschein fällt 1 bis 5. Ich werde rauskommen und ich werde auf jeden Fall auslassen. Nicht bestanden! Geignet. Kommt nun... Wie man beim Führerschein fällt 6.0, du Mist! Oh je, oh je. Ja? Hier sitze ich wieder. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Ich glaube, das ist ein schlechter Scherz, dass ich hier wieder sitze. Abends, um 21.45 Uhr. Cooler Tag heute gewesen. Genau wie letztes Mal. War wieder bei meinen Eltern. Abend gegessen, alles super gewesen. Clean, Fitness, Leute. Denk mir gut, geht's los. Ab nach Hause, oder? Hab heute noch nicht geduscht. War im Fitness. Wird Zeit, dass ich mal nach Hause gehe. Ah, komm. Gerade ist so geiles Wetter, ich drehe noch eine Runde länger. Ist eine ziemlich lange Runde geworden, bin so 150 Kilometer gefahren ungefähr. Hat wirklich Cabrio offen, mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und ich habe aus meiner letzten Lektion gelernt, Leute. Ich wurde am Handy gebastelt, ich wurde zweimal geblitzt jetzt mit dem neuen Auto schon. Ich habe die Felge mitgenommen, es ist alles scheiße gelaufen. Ich habe mit dem Auto einen schlechten Start. Ich liebe dieses Auto jetzt schon, aber ich habe einfach einen schlechten Start damit. Kein Problem, wirklich überhaupt kein Problem. Danke mir, also gut, alles klar, Handy. Wirklich, ich habe mein Handy nicht einmal angefasst. Ich weiß, Digga, du bist jetzt gleich in Ortschaften unterwegs, wo du normalerweise nie bist. Pass auf wegen Blitzer. Fahr einfach immer der Geschwindigkeit entsprechend. Immer punktgenau die Geschwindigkeit gefahren, die erlaubt war. Leute, in den letzten Monaten und so viele komische Dinge passiert. Und jetzt mit dem Auto, das ist mal wieder seit langem mal so eine Sache, die mir richtig Spaß macht, okay? Wo ich so wirklich sage, ey, ganz ehrlich, wenn ich das Auto fahre, mir geht so ein bisschen das Herz auf. Ich komme also an diese Ampel. Ich will mich eigentlich gerade so ein bisschen auf den Rückweg machen. Ich komme an diese Ampel, gucke nach links. Typ auf einer grünen Kawasaki, hinten seine Freundin drauf. Ich denke mir so, Digga, vorne hier, also wir sind beide vorne an der Ampel. Ich denke so, komm. Komm. Das ist das Problem daran. Man lässt sich einfach zu schnell provozieren und dann tritt man halt aufs Gas. Kurz. Einmal nur Gas gegeben, schneller geworden. Der Motorradfahrer schneller geworden. Du willst auf die Tour. Kein Problem, ich bin dabei. Schneller geworden. Motorradfahrer schneller geworden. Ich denke mir, du willst schon auf ganz krasser machen, oder wie? Schneller geworden. Der Motorradfahrer. Hey. Gut, jetzt wird's langsam schon ein bisschen krass. Ich trotzdem, ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit alles richtig gemacht. Hier wird nichts sein. Plötzlich merke ich so, der Motorradfahrer neben mir, so ganz kurz irgendwie so, irgendwie war was komisch und ich dachte mir so, ich bin doch gerade schon ein bisschen schnell unterwegs, oder? Am Blitzer! Am Blitzer! Gibt der Typ mir dieses Handzeichen! Wie soll ich denn da noch bremsen? Und jetzt kommen wir auf jeden Fall, also übertrieben lustiges Video, aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zu der ernsten Sache. Ihr müsst eigentlich echt aufpassen, was ihr in dem Video sagt. Ich meine, mit dem Video deutet er ja sogar darauf hin, dass es ein Rennen war. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell die unterwegs gewesen sind oder so. Ich meine, sagen wir einfach mal, der ist 150 gefahren, okay, und ist in den 50er Blitzer reingerast. Ich meine, da kann der froh sein, wenn die nicht noch dagegen ermitteln und sagen, das war ein illegales Straßenrennen. Weißt du, ich meine, da müsst ihr echt aufpassen. Ich meine, höchstwahrscheinlich werden sie da nichts ermitteln, Er kriegt auf jeden Fall 2 Punkte, 800 Euro und circa 3 Monate Fahrverbot, sowas in etwa. Und er hat ja 6 Monate VIP-Leasing, also geil, geile Sache. Also, du kommst damit, warum tust du das? Ich verstehe es nicht, es ist doch alles so ein schöner Tag gewesen, ich habe mich doch immer an die Geschwindigkeit gehalten, Digga. Was ist denn dein Problem, was habe ich denn dir getan, Mann? Wenn du weißt, dass dein Blitzer kommt, dann mach doch ein bisschen davor den hier, aber doch nicht am Blitzer. Wie soll ich denn da runterbremsen? Mich hat's durch den Blitzer mit einer Geschwindigkeit geschallert, wo es heißt, wie man beim Führerschein fällt 6.0. Ich bin hier raus. Das war's. Das Ding ist weg. Das war eine Geschwindigkeit, bei der denkt man sich. Gut, also, das war jetzt schon ein bisschen zu schnell. Um ehrlich zu sein, war es einfach viel zu schnell. Warum nicht, dass es passiert? Warum? Was habe ich dir getan? Wir waren doch so gute Freunde. Wir hatten doch diese, guck mal.
Beziehung und so, aber irgendwie dieses Handzeichen, das war einfach dann nicht ausreichend. Hätte ich nach dem Blitzer vielleicht bremsen sollen. Ich musste erstmal anhalten, ich bin rechts rangefahren, Motor ausgemacht, P, Kopf zurück. Da habe ich mir gedacht, was soll ich machen? Soll ich jetzt weinen? Ich frage mich dann halt auch immer wieder so, dieser Typ vom Schicksal. Was hat er sich in dem Moment gedacht? Dem Nico, dem geht's aber gerade ein bisschen gut, oder? Leute, da hast du mal bitte ein paar Blitzerpicks und ein paar Punkte rein. Arschgeile Nummer, danke Schicksal, du bist der beste Mann. Mir ist innerhalb von jetzt mittlerweile, glaube ich, 6 Jahren Führerschein, ist mir innerhalb dieser gesamten Zeit nicht so viel Scheiße passiert, wie innerhalb von 5 Tagen mit diesem neuen Wagen. Da kann ich mir doch einfach nur denken, verpiss dich, Mann, was ist das hier für eine Scheiße, Leute? Ich will doch einfach nur ein bisschen das Cabrio genießen. Ist das zu viel verlangt? Scheinbar schon. Ich hab's nicht anders verdient. Ab in 6 Monaten werde ich mit dem Fahrrad fahren. Ich hab keine Lust mehr. Scheiße, Alter, der Arme. Aber naja. Das ist einfach das Problem, dass man sich bei sowas zu schnell verleiten lässt und zu schnell provozieren lässt. Und dann drückt man halt aufs Gas. Ich meine, die Kommentare sind auch übertrieben, Asi. Der hat jetzt ein neues Video rausgehasselt, Führerscheinwitze auf meinen Nacken. Das geben wir uns einfach auch noch. Ja, der Arme. Würde man sagen, das Auto bringt auf jeden Fall Unglück. Ich meine, für ihn würde ich auf jeden Fall so schnell wie möglich abgeben. Aber dennoch bericht. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne. Lazu bumst eure Drecksweiber. Geeignet. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Mittag oder guten Abend. Wie geht es euch an diesem Rotz? Ich sehe wahrscheinlich gerade aus wie der letzte Bastard. Das liegt ganz einfach daran, dass es hier drin 762.000 Grad hat. Ich muss wirklich sagen, es gibt im Prinzip... Ich höre bei mir auch, also gefühlt 35 Grad. Es gibt keine bessere Community als euch. Ich habe ja letztens Videos über meinen Führerschein hochgeladen, in dem diverse Dinge damit passiert sind. Und es gibt meiner Meinung nach nichts Wichtigeres, als in schweren Zeiten wie diesen eine Community hinter sich zu haben, die einfach Zuspruch und eine gewisse Fürsorglichkeit gibt. Leute stehen hinter mir, denn ich sehe es schon kommen. Nego testet eure Drecksfahrräder. Arschgeiles Sport! 11.000 Likes hat dieser Kommentar bekommen. Das ist mehr Likes, als der ein oder andere YouTuber auf seinen Videos hat. Nico testet eure Drecksfahrräder, da hätte ich definitiv Bock drauf im Winter. Kommt vorbei, testet eure Drecksfahrrad, schaltet das Ding in die Wand, fahrt's wieder ab. Nachdem diese gesamten Ereignisse passiert sind, im Freundeskreis wird sich definitiv was ändern. Und da fragt man sich natürlich als allererstes, wie nennt man Nikos Clique? Fußgänger! Shut it out, man! Inscope sammelt die Punkte, als gäbe es dafür Rabatt beim nächsten Einkauf. Scheiße. Soll das jetzt irgendwie witzig sein? Findest du das jetzt hier irgendwie witzig, dass ich meinen Führerschein abgeben muss? Sammelt die Punkte, als gäbe es Rabatte. Ja, natürlich gibt's hier Rabatte. Rabatte auf die nächste Führerscheinprüfung. Ach, der Theorieprüfer von damals, der sitzt wahrscheinlich immer noch drin. Ach, der Typ von damals, der viermal durchgefallen ist. Was für ein Idiot, Alter. Naja, hat aber letztes Mal bestanden. Den Typen sehe ich nie wieder. Plötzlich die Tür geht auf. Servus, ich komm wieder rein. Der Typ denkt sich doch, du bist eine richtige Missgeburt. Absenden. Ich bestand. Ich werde zwar nicht wieder Auto fahren, aber ich werde Fahrrad fahren. Und es wird irgendeine Scheiße passieren. Die Leute malen das ja hier auch schon die ganze Zeit an die Wand. Als gäbe es nichts Geileres, mich leiden zu sehen. Im Winter, ich könnte mir vorstellen, dass es passiert. Ich steige auf mein Fahrrad, habe Winterklamotten, es hat ein bisschen geschneit, könnte eisig sein. Aber also, da wird schon nichts passieren. Fahr 5 Meter, Eisplatte, Krankenhaus, beide Arme gebrochen. Wie man mein Fahrrad vom Feld 1.0. An das Bild kannst du dich in Zukunft gewöhnen, als Beifahrer mitzufahren. Danke, der neue Benzer, Nico schaut aus dem Fenster. Der war echt gut. Scheiße. Danke für dein Like, Nico. Moiga. Hab ich nicht mal geliked, ich versteh's nicht. Jetzt überleg dir mal, Digga. Ich fahr und mich schallert's wirklich aus dem Fenster. Könntest du noch mit dir leben? Ja, natürlich, jeder könnte mit sich leben. Das wäre das Beste, was passieren könnte. Video vorbei. Werbung kommt. Anzeige für Autoersatzteile. Genau, mein Humor. Diese Autogeschichte, ich werde so gefickt. Warum? Ich liege wirklich manchmal abends im Bett und frage mich so, was habe ich getan? Ich warte auch jeden Tag nur aufs nächste Ereignis. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt runterkomme. Auto steht in den Flammen. Ich würde mich gar nicht wundern. Ich werde nochmal. Ich will mir denken, Auto steht in den Flammen. Doch, nächstes YouTube-Video kommt. Ich könnte auch ins Büro kommen, ja, wo 20 Autos auf dem Parkplatz stehen. Irgendwas ist mit einem Auto. Ich bräuchte gar nicht fragen, welches es ist. Ich wüsste schon. Leute!
aber man darf nicht vergessen, die wichtigen Anleitungspunkte sind Schritt 1, Felge kaputt fahren, Schritt 2, Video darüber machen, Schritt 3, aus dem Geld eine neue Felge kaufen. Da gehe ich doch aber mal ganz kurz in mein Backend rein und sehe die letzten 5 Videos. Alle demonetarisiert, weil einer die Rolex kann ich direkt wieder verkaufen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich überhaupt noch in dem Apartment hier bin und warum ich den Wagen unten noch habe. Der Wagen steht in Flammen. Das darf ich mir fast. Ach du Scheiße, die Wohnung auch! Der war zu viel, das ist nicht witzig. Ich weiß auch nicht, warum ich jedes Mal in Unterhose bin. Und wir haben die nächste Formatidee von einem guten Kollegen von mir unter dem Video von Tim. Ich weiß nicht, was ihr über das Video von Tim dachtet, dass er da neulich rausgehauen hat. Endlich mal eine gute Formatidee und zwar Lazo bumst eure Drecksweiber. Ja, bewertet euch jetzt unten in der E-Mail mit euren Freundinnen. Ich muss wirklich sagen, Leute, bitte die Kommentarsektion unter den letzten Videos war absolut... Scheiße. Definitiv Resthumor vorhanden. Ich meine, übertrieben lustig. Scheiße. Ihm auf jeden Fall viel Glück und einen recht guten Anwalt, dass er da echt gut aus der Nummer nochmal rauskommt. Ich meine, er kann es natürlich probieren, aber es wird wahrscheinlich ein fester Blitzer gewesen sein und da kann man relativ wenig machen. 3 Monate ist der Lappen bestimmt weg, aber naja. Scheiße. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und Peace.